Record so sehe, dann möchte ich ganz offen und ehrlich nicht in der Haut von Scott Hall stecken. Und der noch dazu, hast es vorhin angesprochen. Er ist nicht hundertprozentig im Training. Ja, darum geht es hier, um den US Heavyweight-Titel der WCW. Aber eins ist natürlich klar, Scott Hall, der hat's drauf. Ja klar, er ist ein Mann, der das Potenzial hat, Bill Goldberg zu schlagen. Aber der nimmt das nicht mal ernst, der hat sogar gegrinst, habt ihr das gesehen? Ja, Scott Hall, du hast es vorhin auch schon angesprochen, Lance Lang hat er pausieren müssen und da haben wir eben gerade eine Kraftdemonstration von Bill Goldberg zu sehen bekommen. Aber man sieht es, auch Bill Goldberg, er weiß ganz genau, wen er hier vor sich hat. Er geht erstmal ein bisschen ruhiger an. Er weiß, er kann heute das erste Mal verlieren. Und was passiert danach? Shoulderblocks von Scott Hall. Der ja immerhin mehrfacher Tag Team Champion hier in der WCW gewesen ist. Aber Bill Goldberg bringt Hall zu Fall. Und auch in der WWF war Hall ein sehr, sehr erfolgreicher Wrestler. Und die Anspannung ist gewaltig. Du hast es gerade angesprochen, David. Was passiert, wenn er verlieren sollte? Vielleicht fällt er dann in ein tiefes Loch. Auf der anderen Seite hat er dann die Chance, gegen Hollywood Hogan um den World Heavyweight Title anzutreten. Heute Abend noch bei WCW Monday Nitro. Hoffentlich kommt es dazu. Meine Güte, was für ein Reversal hier. Ganz klar, dass Scott Hall seine taktischen Spielereien versucht. Ja, aber Bill Goldberg, also ihn könnte man mittlerweile auch den Spitznamen Iceman geben, denn der lässt sich überhaupt nicht beirren. Und da gibt's zurück ein paar Ohrfeigen. Naja, ich meine, das wird nicht ganz langen. Und ich glaube, er sollte vielleicht nicht versuchen, ihn gleich zu Beginn dieses Matches wütend zu machen. Versucht einen Body Slam, aber den blockt er einfach ab. Body Slam! Und jetzt Bill Goldberg! Aber er lässt sich Zeit. Er lässt sich Zeit, aber vielleicht genießt er es auch jetzt bloß im Moment. Und das schaut schon aus nach dem Spear Tackle, hätte ich schon fast gesagt. Er steht mit einem Mann im Ring, der Wrestling-Geschichte gemacht hat. Und es tut mir leid, wenn ich das sehe, dann muss ich sagen, auch er spürt, er kann ihn heute besiegen. Und Hollywood Tycoon, der sieht sich das mit Sicherheit auch an. Oh, aber da hat man natürlich die Erfahrung von Scott Hall gesehen. Da hat er Bill Goldberg ausgetrickst. Reversal! Und Hall weicht aus. Clothesline. Und das gibt einen Side-Suplex. Ja, jetzt schnell, schnell hinterher. Zulässig. Das war noch nicht mal der Two-Count. Hat er auch nicht das Bein eingehakt. Und er setzt nach mit einem Kick. Ja, ganz klar, Scott Hall, er geht hier die denkbar härteste Gangart. Aber die Fans, sie stehen alle hinter Goldberg. Es ist seine Heimatstadt. Und es ist ein Heimspiel. Und nicht nur das, auch Scott Hall, man muss es einfach so sagen, sein Überlaufen zur schwarz-weißen Fraktion hat ihn eine Menge Sympathien gekostet, die ihm jetzt vielleicht helfen hätten können. Und seht ihr diesen Blick an! Er steckt diese Fist weg. Und jetzt Bill Goldberg mit dem Schulterwurf. Judo-mäßig das Ganze. Und da kann er sich noch nicht mal orientieren, Scott Hall. Armdrag von Goldberg. Und noch ein Armdrag. Er lässt ihn schon ziemlich alt aussehen. Einen Superstar wie Scott Hall. Ich meine, das hier ist nicht Glacier, das ist nicht Ric Fuller. Das ist wirklich ein Mann, der Geschichte geschrieben hat in diesem Sport. Als Single Wrestler, als Tag Team Wrestler. Das war ja klar. Das war ja klar. Da kommt die NBA und da ist Diamond Dallas Page und Carmelo. Sie helfen Bill Goldberg. Solche Bilder wollen wir sehen. Und jetzt geht es Hall an den Kragen. So gehört sich das auch. Diamond Dallas Page und Carmelo halten Bill Goldberg den Rücken frei. Aber Scott Hall kontert nochmal mit einem Slingshot. Hier eine Clothesline.
Da hat sich Bill Goldberg ablenken lassen. Und genau das ist auch der Vorteil von Hollywood Hulk Hogan, falls Bill Goldberg hier gewinnen sollte. Die Erfahrung. Und da zeigt er schon an, das soll der Outsiders Edge werden. Und das wäre dann natürlich das Ende. Ja, von aber wegen. Big Body Drop. Und mit was für einer Wucht. Diese Dynamik im Bill Goldberg. Unglaublich. Spear Tackle. Ist es das gewesen? Wird er sein Match gegen Hogan bekommen? Bill Goldberg setzt an zum Jackhammer. Hier der Front Headlock. Er hebt ihn hoch. Goldberg bekommt sein Match heute hier bei WCW Mann in Nitro. Das war der Sieg gegen Scott Hall. Die Sensation ist perfekt. Und einer, der wird jetzt mit Sicherheit erstarrt vom Fernseher sitzen. Hollywood Hulk Hogan.